der Polizeiinspektion Karlauer Straße geht bei Abteilungsinspektor Robert eine Meldung über eine vermisste Person ein. Das heißt, dass jetzt die Wohnung zum Öffnen ist, theoretisch. Und wer kommt dann hin dort? Die Krankenhäuser sind alle negativ. Das letzte Mal war er 2012 im LKH. Sonst ist alles negativ. Schlüssel für die Wohnung kriegen wir keinen, weil da ist Freitagnachmittag keiner mehr erreichbar. Was haben Sie für einen Einsatz? Ja, es gibt eine unklare Situation. Es ist eine Wohnung in der. Und da vermisst man seit längerer Zeit eine Person. Die Dame, die das Lied angerufen hat, vermutet, dass der eventuell in der Wohnung ist. Wenn das so wäre, wäre es natürlich schlecht, weil es schon sehr lange Zeit her ist. Wir haben alle Krankenhäuser, wie die Kollegin schon gesagt hat, alle abtelefoniert. Das ist die gewöhnliche Vorgangsweise. Das heißt, man checkt ab, ob er vielleicht dort liegt, weil dann braucht man die Wohnung nicht aufmachen. Aber in dem Fall ist das alles negativ. Jetzt werden wir mal hinschauen und die Situation vor Ort betrachten. Das heißt, man befürchtet einen Unfall in der Wohnung? Unfallversperrter Wohnung, ja. Schlimmste könnte sein, dass er tot drinnen ist. Das ist der schlimmste Fall, ja. Und ich sage in dem Fall, nachdem es schon sehr lang her ist, der extremste schlimme Fall. Das Einsatzgebiet der Polizei Karlauer Straße umfasst den kompletten 5. Grazer Bezirk Gries. Hier leben knapp 29.000 Menschen. Nachdem keiner auf Klingeln und Klopfen reagiert, versuchen Abteilungsinspektor Robert und Inspektorin Sonja von der Nachbarin Näheres zu erfahren. Grüß Gott. Grüß Gott. Wir hätten eine Anfrage. Der Nachbar drüben. Wann haben Sie den zum letzten Mal gesehen? Ich habe ihm gar nichts gesehen. Noch überhaupt nicht? Ich wohne seit Jänner da. Mhm. Genau, aber ich habe ihn nicht gesehen. Noch nie gesehen? Noch nie. Noch nie einmal. Ja gut. Okay, danke. Bitte gerne. Ja, einmal bitte die Feuerwehr zur Wohnungsöffnung. Die Polizei stört. Die Polizei? Ja, Sie fragen mich, wer stört, und ich gebe die Antwort. So ist es. Da gehen Sie mal Nachbarn oberhalb. Ja? Und von dem in letzter Zeit irgendwann einmal. Anderthalb Jahre nicht. Und gehört auch nichts, weil ich habe gehört, wenn er oben war, weil er ziemlich laut war, obwohl er allein war. Aber in der Nacht hat er mal untergerumpelt, ich weiß nicht, hat er. Möbel geschoben oder was, keine Ahnung. Okay, dann sage ich recht schönen Tag. Willst du uns aufbrechen oder was? Ja, müssen wir, weil kann ich nicht passieren. Das liegt ja nicht. Alles ist möglich. Bei Wohnungsöffnungen wird in solchen Fällen immer wieder die Feuerwehr hinzugezogen, da sie mit entsprechendem Werkzeug ausgestattet ist. Die Polizeiinspektion Karlauer Straße befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Grazer Griesplatz, einem der Brennpunkte der Stadt. Wenn gerade kein Einsatz ruft, halten des Öfteren Besucher in der Inspektion die Beamten auf Trab. Das ist das Eselied und alle machen mit. Ja, ja, oh, aber ich bin alleine, hört's auf jetzt. Hallo Manu! Kommt die Dame öfter her? Ja, die Dame kommt regelmäßig. Das ist eine gute Freundin von uns. Bitte? Wirklich? ADV ist da. Freundin oder Anführungszeichen. Das heißt, sie besucht euch öfter? Genau, sie ruft sie auf. Und was ist sie da? Einfach rein. Ich glaube, die braucht einfach irgendwen zum Rennen. Bin immer super, gell? Und ihr hört einfach zu? Wir hören dazu. Sie geht dann aber wieder. Bereits am nächsten Tag treffen die Beamten wieder auf die Frau. Diesmal allerdings weniger freiwillig. Passanten haben die Polizei verständigt, weil sie sich belästigt fühlen. Hier Karlauer Straße 1. Auf der Dendelwiese, Haltestelle der Linie 39. Eine Frau, die die Gäste bespuckt, den Fahrer beschickt. Ja, verstanden. Dresdnerstraße nehme ich an. Höhe Dendelwiese. Ja, richtig. Fortrichtung? Stadteinwärts oder so? Fahrtrichtung Stadteinwärts, haben Sie gesagt? Fahrtrichtung Stadteinwärts. Die besten Freunde von mir! Die besten Freunde! Wollt ihr genau? Es reicht jetzt. Herr Grubinspektor, warum sind Sie stehen geblieben? Wir sind nicht stehen geblieben, wir haben einen Funkspruch gekriegt. Komm, gib mir Ruhe jetzt. Okay, es reicht jetzt. Liebe Frau. Was hast du für einen Funkspruch gekriegt? Ja, ein Randalierer im GVB-Bus. Eine bekannte, amtsbekannte Person von uns
der halt wieder mal zu viel getrunken hat, so wie jeden Tag. Aber ja, vorlegen tut im Prinzip nicht viel. Sie belästigt halt die Leute. Schaut, dass sie heimkommen jetzt, okay? Aha, geht mal. Manu! Pass auf dich auf, okay? Danke! Die Verwarnung scheint nichts zu bewirken. Ein Trafikant verständigt nur einige Minuten später erneut die Polizei. Hilft nichts. Scott? Scott? Schon wieder? Scott, haben Sie angerufen, gell? Jo. Ganz auf, Fritz. Das war jetzt die letzte, Mal, die letzte Chance, gell? Bitte sprechen Sie. Sonst fahren wir. Buchen Sie mal zu jetzt. Hey. Was? Was ist denn da los? Hey, buchen Sie mal zu jetzt. Was? Sag du, buchen Sie mal zu jetzt. Sag du zu Schau. Mir. Hm? Du. Nein, ich das sag nicht. Das Leben am Kreis. Das Leben am Kreis. Letzte Chance. Da hinten ist einer umgebracht worden. Es reicht jetzt. Okay? Christine. Frau Christine. Frau Christine, es reicht jetzt. Schauen wir, dass wir heimkommen. Gell? Okay? Bitte was? Schauen Sie, dass wir heimkommen. Okay? Mann, wo komplett sind wir? Okay? Heute nicht. Okay? Heute habe ich keine Zeit. Okay? Bitte was? Okay? Gehen Sie heim? Tu nicht so blöd. Tu nicht so blöd. Nein, weil sonst müssen wir was anderes machen. Bitte was? Ja. Nein, ich gehe mal an. So ein Weintrinker, einen richtig großen Wein, eine ganze Flasche. Eine Flasche. Der Mau das ist nicht gescheit. Das ist nicht gescheit, nein. Mordkommission! Abteilungsinspektor Robert und Inspektorin Sonja verschaffen sich mit Hilfe der Feuerwehr Zugang zur Wohnung eines vermissten Mannes. Diese wirkt unbewohnt und vom Mieter fehlt jede Spur. Es schaut irgendwie nach einer Überkopfflucht aus, gell? Ist keiner da, die Wohnung ist leer. Aber es schaut aus, als ob er wirklich nur das Nötigste mitgenommen hat und dann gut ist. Nachdem seine Freundin draußen Zettel draufgegeben haben, dürfen nicht einmal die wissen, wo er ist. Die Nachbarin informiert die Polizei, dass die Schwester des Mannes in Frankreich lebt und mutmaßt, dass er zu ihr gezogen sein könnte. Das Rätsel, wo sich der Mann befindet, weiß man das jetzt? Vielleicht passt das mit Frankreich, ja. Es ist durchaus möglich, dass er zur Schwester ist. Und ja, andere Vermutungen können wir nicht haben, es gibt ja keine. Er ist einfach verschwunden. Auf Abteilungsinspektor Robert und Inspektorin Sonja wartet bereits der nächste Einsatz. Ein Mann hat beobachtet, wie ein Autolenker sein parkendes Auto angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen hat. Ich habe ihn da noch erwischt und habe ihn gefragt, was das Ganze soll. Warum er da jetzt nicht fortfährt, warum er nicht reingeht und sagt. Und hat er gesagt, ja, es ist eh nichts passiert, ich soll mich nicht anscheißen. Haben Sie ein Kennzeichen, hat irgendwas gemerkt? Ja, ich hab, der ist drinnen bekannt. Ich habe das Kennzeichen und ich habe sogar von drinnen das gekriegt. Aber von ihm selber haben Sie es nicht gekriegt? Von ihm selber habe ich nichts gekriegt. Er hat zwar schon gesagt, was willst du von mir, du kannst die Daten haben. Und es ist ja nichts passiert, scheiß dich nicht an. Und da geht es auch darum, nachdem bei mir, bei dem alten schweren Auto, das passiert, wird bei ihm sicher mehr passiert sein. Und dann kann man schon sagen, vielleicht kommt er auf die Idee, dass er sagt, er hat auch die Sache um. Ne? Was ist Ihnen da passiert? Ja, ich bin drinnen gestanden und habe ihm zugeschaut, wie er von dem Parkplatz weggefahren ist, retour und bis zu meinem Auto. Und wollte eigentlich, ohne irgendwas zu sagen, wieder davonfahren. Ne? Zwar geringer Schaden, es geht nur um die Art und Weise, dass ich so nicht behandelt werden will. Ne? Okay, danke. Tschüss. Was haben Sie jetzt gemacht? Mit dem Zulassungsbesitzer ausgehebt. Das ist eine Firma. Der Kollege wird dann drinnen die Firma kontaktieren, dass der Lenker sich bei uns meldet. Und der wird entweder da anrufen oder dann in die B kommen. Das heißt, dass er seine Daten bekannt gibt und. So ist es ja. Da geht es um andere Dinge auch. Wenn einer wegfährt, besteht immer die Möglichkeit, hat er einen Führerschein oder ist alkoholisiert. Da geht es da geht's weniger um den Schaden, da geht es ums Prinzip ganz einfach. Das kann ja sein, dass es was anderes ist. Aufgrund der Drogenproblematik rund um den Griesplatz führt die Polizei dort mehrmals pro Woche Razzien durch. Für den heutigen Nachtdienst ist ein Teameinsatz geplant. Dabei ist höchste Vorsicht für die Polizisten geboten. Es hat oben schon Mordversuch gegeben, definitiv einen Mord gegeben. Wir wissen, dass diese Leute definitiv gefährlich sind. Wir wissen auch nicht, in welchem Zustand sich diese Personen befinden. Die können durchaus auch im suchtmittelbeträchtigen Zustand sein. Und das ergibt natürlich eine große Gefahr. Im September 2013 hat sich am Griesplatz ein Mord im Suchtgiftmilieu ereignet. Vor einem Lokal kam es zu einer Messerstecherei zwischen zwei Männern.
Ein 23-Jähriger starb dabei. Du siehst, es wird dir freiwillig hinterlegt. Das ist ja schön. Wir haben Suchtmittel sichergestellt. Es war augenscheinlich, dass die das vorher schon weggeworfen haben, bevor die Polizei gekommen ist. Also, die Aktion ist zwar prinzipiell so gesehen positiv, dass wir Suchtmittel sichergestellt haben. Negative Seite ist aber, wir können es keiner besonderen Person zuordnen. Die Personen, die über hier verkehren, sind an und für sich immer wieder dieselben Personen. Das heißt, die sind uns keine Unbekannten. Wenn Streifenwagen zufahren, reicht die Zeitspanne und das Ganze zu entsorgen. Aber es macht nichts. Es hat auch den Sinn und Zweck, ein bisschen lästig zu sein. Genau aus diesem Grund kontrollieren währenddessen Kollegen mit Spürhunden ein nahegelegenes Internetcafé. Im Bericht zur Suchtmittelkriminalität 2012 wurden in der Steiermark 1616 Anzeigen aufgrund von Marihuana registriert. Das sind mehr als 4 Anzeigen pro Tag. Auch Revierinspektor Thomas und Inspektorin Lisa werden noch am selben Abend zum Griesplatz gerufen. Ein Mann hat bei der Polizei angerufen, weil er mehrere Männer bei der Konsumation von Suchtmittel beobachtet hat. Ja, der Anrufer hat angegeben, dass dann angeblich einige Personen stehen, die Joints rauchen, also Verdacht auf Suchtgift. Und meistens ist es dann so, wenn wir eintreffen, dass die ein paar Sackchen wegschmeißen. Und deswegen schauen wir da halt immer, weil das ist wenigstens eine Strafe für sie, wenn sie das nicht mehr haben. In ganz Österreich erfolgen die meisten Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz aufgrund von Marihuana. Bei Mephedron, ein Hauptbestandteil der sogenannten Badesalzdrogen, verzeichnet die Steiermark die weitaus höchste Anzahl. 2012 gab es 152 Anzeigen in ganz Österreich. Fast die Hälfte aller Fälle alleine in der Steiermark. Fang schon. Das ist schon fündig geworden? Natürlich. Mistkürbis ist immer gutes Versteck. Ja. Was ist das? Ein mit 1 Gramm Marihuana halt. Wahrscheinlich im Streifenwagen gesehen, wie wir da hergefahren sind. Und schnell versteckt in der Hoffnung, dass wir nicht nachschauen. Wir finden alles. Da ein neues Versteck von ihnen, oder ob es neu ist, weiß ich nicht, draufgekommen sind wir halt vor nicht allzu langer Zeit, dass sie es da unten reinlegen. Gruppeninspektor Joachim und Inspektorin Manuela versuchen, eine alkoholisierte Frau, die Passanten belästigt, zu beruhigen. Es ist ja eigentlich um die Zeit noch ungewöhnlich, zum Mittag. In der Nacht haben wir eigentlich eher mit solchen Sachen zu tun, aber ja, wie man sieht, jetzt. Das ist so eine Amtsbekannte, die kennt ihr schon lange. Nachdem die Frau nicht auf die mehrfachen Verwarnungen der Polizisten reagiert und ihr Verhalten immer aggressiver wird, müssen die Beamten handeln. Die Frau wird festgenommen und muss mit in die Polizeiinspektion fahren. Das macht die Frau aggressiver und sie beginnt, die Polizisten zu beschimpfen. Du Sau, du Drecksau, du Schwein, du Arschwichser. Schlossberg von Karl 1. Du wichst schon. Ich hasse dich. Wir fahren mit einer Person Dienststelle jetzt. Ja und? Bis dann. Ist ja wohl scheiße, aber da, der Rogan. Der war jetzt schon bei mir. In der Früh. Da hab ich schon ein Glas Wein getrunken. Natürlich. Sehr. Damit sie die Polizisten nicht attackieren kann, werden der Frau sämtliche Gegenstände, die sie bei sich trägt, abgenommen. Jetzt sind sie festgenommen. Jetzt lassen wir überhaupt nicht mehr raus. Christine, du kriegst den Ohren eh wieder, wenn ich das bewusst bin. Gib mir Ohren, du Sau, du Drecksau! Geh weg, du Drecksau! Geh weg! Du hast auch nicht mein Radio. Ist er. Halt die Hand, lass mich ruhen! Die Handfesslaufe tun? Lass mich ruhen, du Sau! Sollen wir die Handfesslaufe tun? Geht's jetzt ist dann leichter? Verschwind weg, okay. Du Drecksau! Du Schweinesau, du Hurensohn! Bleib sitzen jetzt.
Heute hat sie es übertrieben, eindeutig, ja. Ja, sie ist amtsbekannt bei uns. Sie neigt oder freut dem Alkohol. Zeitweise ist sie lustig, zeitweise ja, ist sie dann wirklich lässig. Sie haben bei uns halt ein paar Leute angerufen aus der Siedlung, ein Buschauffeur, ein Trafikant, der sie eben gewirbelt hat. Und sie war sehr aggressiv eigentlich. Sie war dann im Endeffekt sehr aggressiv. Die Beamten entschließen sich, der Frau Handschellen anzulegen. Hör auf, bist du weh? Aufmachen! Wenn bei uns an der Facecamera ist, dann kann man sich im Wohnzimmer nicht frei bewegen. Das ist einmal die erste Einschränkung. Das ist da nicht gegangen. Ja, dazu war sie zu aufgewühlt. Gut, das war zum ersten und zum zweiten war ja dann die Sicherheit von uns da nicht mehr gegeben. Das heißt, wenn sie dann ein Radio in der Hand hat und man sieht, sie ja, reagiert dann. Plötzlich hat sie einen Einfall, schmeißt ein Radio um, oder hupft auf oder haut uns mit dem Handy. Das steht nicht dafür. Das heißt, das ist unserer Sicherheit dann nicht mehr gegeben gewesen und deswegen sind die Handschellen angelegt worden. Die Frau muss zur Klärung des Sachverhaltes vorerst in der Polizeiinspektion bleiben. 2013 gab es in der Steiermark 56.792 angezeigte strafbare Handlungen. Gruppeninspektor, was haben Sie denn? Grundsätzlich nichts Schwieriges. Hausmeister hat angerufen, in einem Mehrparteienwohnhaus, in einem Hochhaus ist die Glaseingangstür eingeschlagen worden. Angeblich. Schauen wir uns einmal an jetzt. Der Einsatz gestaltet sich schließlich umfangreicher als erwartet. Denn der Hausmeister gibt an, dass der Verursacher des Schadens im gesamten Haus randaliert hat. Ist schon lange passiert. Heute in der Früh haben wir was hier. Und was ich da hatte, ich weiß nicht, bei wie viel Leute angehört, ne? Weil seine Freundin hat nicht reingelassen. War ja alles voll Blut da, mit der Hand hat er die Scheiben eingehaut. So weiß man, wer das ist. Ich weiß, wer es ist, ja. Der Hausmeister bringt die Polizisten zur Wohnung des mutmaßlichen Täters. Dort befinden sich Blutspuren. Wissen Sie schon, was geht? Die Eingangstür ist eingeschlagen worden heute in der Nacht. Offensichtlich von einem Betrunkenen, der da wohnt. Der Hausbesorger sagt, es war alles voll Blut, da ist auch Blut und es ist angeblich gesehen worden. Das heißt, mehr wissen wir noch nicht. Jetzt klopfen wir mal an. Ja. Anrufen bei uns, wenn sie das Auto sehen. Ja. Wir schauen uns am Abend noch mal vorbei. Ja. Und sollten sie das Auto früher sehen. Nachdem Gruppeninspektor Joachim und Inspektorin Manuela Daten und Beweise aufgenommen haben, werden sie im Nachtdienst erneut versuchen, den Mann anzutreffen, um der Sachbeschädigung nachzugehen. Gleich bei 24 Stunden Polizeieinsatz in Graz. In der Silvesternacht haben die Beamten alle Hände voll zu tun. Grüß Gott, Polizei. Okay. Ausweis bitte. Verbot im Ortsgebiet. Und die Polizisten stellen den mutmaßlichen Täter der Sachbeschädigung zur Rede. Dieser reagiert aggressiv. Abstand halten. Okay? Abstand halten. Ist das klar? Hast du verstanden, ist das was klar? Ich habe gesagt? Ist das klar? Hast du verstanden, okay, was ich sage? Geh weg. Die steirische Hauptstadt Graz ist die zweitgrößte Stadt Österreichs. Die Gruppeninspektoren Joachim und Anita von der Polizeiinspektion Karlauer Straße werden über einen Vorfall am Griesplatz verständigt. Ein Diebstahl. Angeblich wurden dem Herrn das Angelzeug gestohlen. Ich weiß, kommt ob, um 11 Uhr am Abend drauf. Ich weiß nicht, ob er heute noch fischen gehen wollte oder nicht, aber wir werden es erfahren. Die Polizisten werden bereits von dem Mann und seiner Tochter erwartet. Alles hatte er vorbereitet und wollte jetzt losfahren und die... So eine fehlt. Ich weiß nicht genau, wie heißt das. Ja, Angelrute. Angelrute. Und wo ist die? Ja, jetzt wollte er fischen fahren. Ja, jetzt wollte er fischen. Er hat das alles hergerichtet. Den Sessel und das Ganze. Aha, und jetzt fällt nur der Angel da, oder was? Ja. Und sein Abteil war zugesperrt. Nein, dann schau rein. Oh, ja, Sir. Ja, und wie, wenn es nicht beschädigt ist, wie kommt denn der dann rein? Wie kann der die Angelrute rausholen? Hat er das Los auch nicht repariert? Das war nicht aufgebrochen oder aufgerissen? Nicht. Warum stehen der restliche Teil jetzt draußen? Ja, weil er halt rausgeholt hat zum Losfahren. Und hat nachgeschaut, ob alles da ist und die fehlt. Gut.
Eine blöde Frage, wo wollt ihr jetzt hin? Angeln oder Fischen fahren? Ja, angeln, Fische fahren. Jetzt? Nachtfischen oder was? Oder? Nein, am Nacht alles aufstellen und in der Früh halt fischen. Da tut er immer so. Süßes, ich gehe jetzt mit Ureichen. Will ihr so, oder? Wann die Angel, diese Angelrute noch bei ihm drinnen? Ja, vormittags hat er. Vormittag war sie sicher noch drinnen. Weder das Kellerabteil noch das Schloss weisen eine Beschädigung auf. Die Beamten gehen zur Wohnung des Verdächtigen, um ihn zur Rede zu stellen. Grüß Gott. Entschuldige die Störung, die Späte. Sie haben das Kellerabteil Nummer 11, gell? Ja. Da befindet sich eine Angel, angeblich drinnen, die nicht Ihnen gehört. Gehört die Angel Ihnen, was da drinnen ist? Ich glaube schon. Glauben schon? Ja. Schauen wir es uns an. Ja. Gut. Ist das Ihre Angel? Ja. Nicht Ihre Angel? Was macht sie dann in Ihrem Abteil drinnen? Wissen Sie nicht. Ja, ja. Ich hab's immer. Interessante Variante. Na, vielleicht gehen wir wegschmeißen. Ich fische. Er weiß nicht, wie sie drüben rauskommt und er weiß nicht, wie sie da reinkommt. Wenn es zugesperrt ist. Ja, komm, wir schauen mal, das ist da alles losfahren. Kann man da drüber werfen und dann steht sie da hinten? Wie geht denn das? Alles ist geplant vor ein paar Tagen, oder? Das ist alles voll. Wie soll das gehen? Schatz, der Herr hat da drüben zugesperrt gehabt, sein Abteil. Ja? Und da fehlt die Angel. Und das ist jetzt bei Ihnen da drinnen. Das können Sie sich nicht erklären. Nein, kein Problem, ja. Nein, können Sie sich das erklären? Nein, ich kann nichts. Kann nichts erklären. Ja, wie kommt denn die Angel da rein? Ich kann es auf mit dem Blödsinn. Ich meine, versuchen das. Ich habe keine Ahnung, das. Wenn wir das rausgenommen haben, dann sagen wir, steigen es dazu und fertig. Nicht, weil das ist ja Blödsinn. Ich weiß nicht, wie die Angel reinkommt. Nach einer längeren Unterhaltung gibt der Mann schließlich doch zu, die Angel aus dem Kellerabteil genommen zu haben. Angeblich hat er es mit einer langen Stange rausgezogen. Hat er das zugegeben jetzt? Ja. Hat er das zugegeben. Aber er wollte es jetzt noch ausborgen. Er wollte am Wochenende fischen gehen. Und die Angel dann wieder zurückgegeben. Hat nicht gewusst, dass der ja heute in der Nacht noch fischen gehen will. Entschuldigung, ich wollte nicht mal. Die Männer schließen Frieden. Für die Polizei ist der Einsatz damit erledigt.